Ja, einen wunderschönen guten Tag. Wir sind zurück im Landwirtschaftssimulator 2022. Gleich sind wir auf der Karte St. Kalle. Und vorweg wollte ich euch nochmal kurz was zeigen, denn das Spiel hat mir wieder einen schönen Strich durch die Rechnung gemacht. Ja, ein bisschen unschön, aber dazu später mehr. Ich bin aktuell dabei, meine Soundeinstellung wieder ein bisschen zu verbessern. Letztes Mal wurde es gesagt, ja, ist besser, ein bisschen leiser. Jetzt habe ich ein bisschen lauter gemacht. Gerne Feedback dazu. Vielen, vielen Dank dafür schon mal. Genau, also. Ladewagen, Autolader, das ist so das Problem, was wir haben. Nicht Ladewagen, sondern Autolader, Palettenladen etc. Das ist so ein bisschen das Problem. Wir haben es ja letztes Mal gesehen. Da kann halt, wenn man Pech hat, so ein bisschen was auf der Strecke bleiben. Und da wurde mir natürlich gesagt, hey, da gibt es ja was Gutes im Angebot. Und wenn man nämlich nach Top sucht, einfach nur, dann gibt es von Top Ace, gibt es hier den Fliegel-Flachbett-Sattellauflieger. Ne? Der heißt Top Ace 888, wenn ihr ihn den komplett haben wollt. Oben links in der Ecke seht ihr Autor. Wenn ihr danach sucht, findet ihr halt immer wieder die Mods von denjenigen. Das ist ganz praktisch. Ihr könnt zum Beispiel dann sagen, hier, was ich zurückgehen, also Quadrat, und dann sucht ihr einfach nach Oma. Ich glaube, jeder von euch kann Oma schreiben. Ich hoffe es zumindest. Und dann seht ihr alles von Oma Tana. Das ist ziemlich, ziemlich cool und macht sehr viel Spaß, weil so findet man halt immer Mods von dem, der, diejenigen, der, wo ihr sagt, okay, das sind gute Modder, die, weiß nicht, da sucht man dann sich nicht jemanden Wolf dabei, was ja hier manchmal nicht ganz so leicht ist, genau. So, was kann dieser Mod? Also, dieser Mod kann Autolader für Rundballen, für Quaderballen, Paletten und alle Paletten, die standardmäßig eingerichtet sind. Also ziemlich, ziemlich cool. Da muss man immer genau gucken, wie man das dann da so macht, weil das Problem ist, ich habe das Ganze schon mal getestet. Ich habe das Ganze das erste Mal getestet. Dabei habe ich viele, viele Fehlversuche gehabt. Das habe ich alles in dem Video drin gelassen, weil es nicht erklärt wird. Das ist ein bisschen Käse dabei. Ne? Also hier unten kann man dann nochmal gleich, gehen wir nochmal die Schritte dafür durch, weil ich habe viele Fehler gemacht und danach erst das gesehen. Jetzt in Anführungszeichen, glücklicherweise ist danach das Spiel abgestürzt, weil jedes Mal, wenn man das Spiel aufnimmt und dann geht man ins Hauptmenü zurück, ist aktuell so, dass die PlayStation abschmiert. Das ist jedes Mal so, manchmal vergesse ich es und das ist echt nervig. Naja, Arbeitsweise. Jetzt müssen wir gerade mal gucken. Paletten. Es gibt mehrere Ladebereiche, um unterschiedliche Paletten zu laden. Jeder, also es gibt zwei Varianten von diesem Hänger. Einmal ein mit hinten zwei Achsen und mit drei Achsen. Dann davon, dass der Unterschied, der kann halt mehr laden und fertig. Dann dabei unten rechts auf dem Bild seht ihr dann den dreiachsigen, unten links auch. Na, ist ja egal. Also da, und ihr müsst das Ganze halt, das ist ein Sattelaufleger, also ihr müsst ihr mit dem LKW ziehen oder mit dem Dolly. Das ist egal. Könnt ihr euch überlegen dann dabei, hat alles Vor- und Nachteile. Dolly ist natürlich ein bisschen wendiger, ein bisschen schwieriger rückwärts zu fahren. Ihr braucht bei dem anderen natürlich einen LKW und so weiter und so fort. Viele, viele Sachen, die man beachten muss. Also, es gibt mehrere Ladebereiche, um unterschiedliche Paletten zu laden. Jeder Ladebereich hat seine eigene gekennzeichnete Ladezone. Das heißt, wir können drei verschiedene Produkte laden, wenn wir das in jeweils in den einzelnen Ladezonen reingeben. Dazu später mehr. Das wusste ich nämlich vorher nicht. Deshalb macht es ja manchmal Sinn, solche Sachen zu lesen. Kleiner Tipp, ne? Also, der Ladezonenträger kann in der Höhe verstellt werden, um die unterschiedlichen Entladetrigger der Paletten zu erfassen. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel bei der Fabrik, die ich habe, werden die Paletten ja teilweise gestapelt, manchmal sogar, es kommt auf die Kombination an, bis zu drei Paletten übereinander. So könnt ihr dann die einzelnen Paletten da jeweils rausziehen. Dieser Trigger resettet sich immer. Das hat den Vorteil, dass ihr dann wieder auf Bodennähe seid. Hat aber auch den Nachteil, es muss eben sein, sonst teilweise hat er dann seine Probleme, diese Paletten zu erfassen. Aber trotzdem geht das. Der Ladevorgang startet automatisch, wenn eine Palette im Ladebereich erfasst wird, oder aber das Beladen kann von Hand für jede Palette einzeln gestartet werden. Das habe ich persönlich noch nicht so ganz rausgefunden, wie das funktioniert, aber mal gucken. Mit dem Arbeitsmodus kann beim Autoladen eingestellt werden, ob die Paletten neben dem Anhänger erfasst werden oder aber über die Palettenform gebracht werden muss. Ne? Das ist dann nachher, das kann man dann, das sieht man dann nachher. Ne? So, Hinweis, die Ballen können nur zur Seite nach hinten geladen werden, alle Richtungen gedreht werden. Okay, Autolader funktioniert nur, wenn dies in der Garage konfiguriert wird. Das zeige ich euch gleich dabei. Für den Mod Universal Autolader wählen bitte Standard als Autolad-Variante. Okay, dann müssen wir mal gucken, wie das dann der funktioniert. Universal Autolad, das gibt es dann auch nochmal als Mod. Das gucken wir uns leider mal an. Genau, Changelog, ne, also hier Paletten Autolad hinzugefügt. Das ist. Man kann halt, wie gesagt, verschiedene Sachen damit aufladen und der blockiert sich nicht. Das ist schon ziemlich cool. Suche ich jetzt nochmal nach Universal Autoload. Vielleicht hat er das ja hierbei. Sehe ich jetzt gerade nicht. Es kann auch sein, dass es diesen Mod in der Form gar nicht so gibt. Wir suchen mal nach Uni. Da oben ist schon Uni. Ach Mann.
Das war verkehrt. Uni. Wer? Saal. So. Ne, gibt es in der Form nicht. Ist nicht schlimm. Also, passt. Wir gehen einfach mal ins Spiel und dann zeige ich euch das Ganze. Ist eigentlich relativ leicht, das Ganze. Mod ausgewählt, ganz wichtig. Also ich habe ihn vorher schon runtergeladen und so weiter und so fort. Ja, wie gesagt, ist manchmal ein bisschen doof. Dadurch, dass man das jetzt aber lesen konnte, wer lesen kann, ist klar im Vorteil, hat immer Vorteile, wenn man sich solche Beschreibungen anguckt. Manchmal sind diese Beschreibungen aber so blöde geschrieben oder sowas, irgendwie durch einen Google Translator gehauen, dass ich da gar keinen Bock drauf habe. Bin ich schwer drauf reingefallen. Also in diesem Fall lesen. So. Also. Wie machen wir das Ganze? Wir gehen als erstes der unsere Zugmaschine. Dazu nehmen wir einfach den MAN-Truck. Ich miete das Ganze nur, ich will es nicht speichern, alles in Ordnung. Dann gehen wir hin und nehmen den Anhänger mit. Ihr seht, den gibt es beim Ballentransporter, weil das ja ursprünglich ein Ballentransporter ist, den wir hier haben. Also das ist das gute Stück. Zwei Achsen, ne? Hinten zwei Achsen, drei Achsen. Der kann 60.000, der kann 90.000 packen. Der kann aber beide mal jeweils drei verschiedene Fruchtarten sammeln. Das ist schon ziemlich cool. Wir nehmen mal den kleinen mit, weil auf dieser Karte ist es vielleicht nicht schlecht. So, jetzt haben wir Autolad Standard, Paletten und sowas dabei. Ich meine, bei dem Fall müssten wir definitiv auf Ballen gehen. Den kaufe ich jetzt, damit wir es besser umbauen können dabei. Wir kaufen, nehmen mal erstmal den normalen einmal. War ich mir da gar nicht mehr ganz sicher. Ich wollte euch was anderes zeigen, mal vorbereiten, aber. Nicht schlimm. So, einmal dran das ganze Ding. Dann werden wir mal gucken, ob wir hier den. Ne, also der kann einfach nur gerade laden. Das heißt, er kann kein Autolader machen. Was nicht schlimm ist, also wir fahren ihn einfach gerade hier wieder rein. Also ich habe keine. Diese Funktion fehlt mir hier. Ist ja auch nicht schlimm. Mal da geparkt, in der Hoffnung, dass er den jetzt im Trigger hat. Ja, perfekt. Konfigurieren. Einfach mal hier den Ballenautolader bzw. Palettenautolader mit rein. So, passt. Einmal dran. Ich kann mir das Ganze im Kreis nicht drehen. Das Ding ist eigentlich recht. Ich weiß gar nicht, kann der hinten, lenkt er mit oder nicht, die Achsen? Ja, die Achsen lenken nicht mit. Minimal, dass ich es nicht sehe. Also da auf jeden Fall ein bisschen aufpassen beim Lenken. Ich zoome mal ein bisschen raus, dann sieht man zwar, ob die Achse jetzt mitlenkt oder nicht. Ne, also ist natürlich für eine kleine Karte ein bisschen schwieriger zu fahren. Bei einem Dolly habt ihr das Problem, oder was heißt also den Vorteil, ja, ihr könnt durch die Kurven enger fahren, weil ihr dann nochmal so einen extra Knickgelenk, nenne ich es jetzt mal, dabei habt. Bei nicht Dolly habt ihr das dazu. Aber dafür könnt ihr mit dem Ding besser rückwärts fahren. Also, wir haben jetzt hier Ladebereich, Markierung ein. Ne, und das ist schon ziemlich cool, was wir jetzt hier so mit beimachen können. Zeige ich euch ganz in Ruhe. Wir fahren gerade schnell zu fahren. Ich muss ein bisschen, manchmal ein bisschen rumfimmeln, bis das dann so geht. Aber es funktionierte wirklich sehr, sehr gut. So. Weil das nämlich halt aufteilt. Jetzt könnte, upsala, falsch geklickert. Ein bisschen runterschalten, weil der MAN-Truck da mal so ein bisschen Problem hat. So, hier angekommen beim Hof. Upsala. Also, wir machen das so. Wir nehmen hier mal Eier, eine Palette. Ja. Dann nehmen wir nochmal Käse, eine Palette. Und dann nehmen wir nochmal Butter, eine Palette. So, ganz normale Produkte, die wir halt kennen aus dem Landwirtschaftsmarkt. So, ich fahre jetzt mal gerade hier auf die freie Fläche, dann sieht man das ein bisschen besser. Aber hier ist nämlich eine schöne ebene Fläche, wo man dann halt diese Markierung jetzt gleich deutlich besser sieht. Also, wir gehen hier rein und sagen, Arbeitsmodus wechseln, das heißt, wir nehmen jetzt den Boden auf oder wir haben Flachbett dann, aber ich zeige euch gleich den Unterschied. Lademarkierung ein, das bedeutet hier, ne, habt ihr das dann nochmal dabei? Und das jetzt auf ausgewählter Arbeitsmodus, Flachbett, Boden, da würde er es dann so rüberziehen. Von Flachbett könnt ihr dann einfach nur, sobald ihr das da drauf ladet, ist das da mit drin. Kann ich euch auch einmal kurz zeigen. Müsste dann ja laut der Erklärung so sein. Das haben wir gerade irgendwo. Ne, den brauchen wir schon. Den müssen wir jetzt so. So, mal einmal mal schauen. Habe ich jetzt so verstanden, dass ich es von Hand drauf laden kann? Palette da rangenommen.
heißt, er würde das automatisch, wer jetzt von euch immer noch gerne mit manuellem Verladen spielt, der ist dann natürlich ganz gut aufgehoben, denke ich mal. Mal schauen, ob das jetzt so geht, wie ich mir das so vorstelle. Beziehungsweise wie ich das dann immer so verstehe, das ist ja auch mal das andere Problem dabei. Ja, habt ihr gesehen? Mega geil. Ich kann es von Hand draufladen. Ziemlich cool, ne? So. Das ist natürlich auch cool für jeden, der gerne noch per Hand verlädt. Es ist ordentlich aufgeladen. Ihr müsst euch keine Angst haben, dass das irgendwie, ihr schiebt zum Beispiel vielleicht beim Palettenladen die eine Palette auf der anderen Seite runter. Ja, das ist nicht ganz realistisch, aber es ist einfach praktisch, das muss man sagen. So, also, das finde ich schon ziemlich cool, dass man diesen Modus auswählen kann. Das ist halt der Modus, jetzt habe ich das eben wieder verwechselt hier mit dem ganzen, Arbeitsmodus wechseln, genau, Flachbett. Also, passt das an. Ich mache jetzt mal gerade einmal einen kleinen Entladepunkt hier einfach hin. Ich will mir das mal einfach hier loswerden, das Ding. Klack, da stehen die beiden Paletten, die ich gerade draufgeladen habe. Super. So. Jetzt gehen wir bei den anderen Lademodus rein. Das heißt, wir wechseln das mit R1 und L1. Und jetzt fahren wir mit unserem schönen Gefährt. Ich wieder den. Jedes Mal verwechsel ich den oder schlage ich dieses Ding halt schlecht ein. Versuche es mal so halbwegs möglichst da gerade ranzukommen. Deshalb machen wir das Ganze noch mal ein bisschen schöner. Ein bisschen schneller rückwärts fahren. So, ihr seht jetzt hier. Also. Er lädt gerade die Eier. Ne? Und dabei, es dauert ein bisschen. Das ist nicht das Schnellste dabei. Jetzt hat er in dem hinteren Bereich, man sieht es jetzt nicht, Eier geladen. Davon. In diesem Bereich kann ich jetzt nach bewegen. Das ist ziemlich cool, indem ich einfach sage, na, gucken, dass ich das wieder hinbekomme. Genau. Ich kann den Bereich jetzt so bewegen. Das ist ziemlich nett, wenn ich das mal so sagen darf. Nach oben, nach unten. Aber nur in die Richtung. Okay, das ist nicht schlimm. Jetzt fahren wir einfach mal ein Stückchen weiter zurück. Es kann sein, dass der jetzt ein bisschen hochgegangen ist, dieser Bereich. Ja, da müssen wir ihn wieder ein bisschen runternehmen. Gerade den. Achso, ich will gar nicht abladen, sondern wir wollen diesen Bereich. Jetzt ist die Frage, wo hat er das jetzt diese Eier geladen? Davon, ja, genau. Jetzt. Das manchmal muss ein bisschen tricky sein. Jetzt lädt er das vorne auf dabei. Wir machen das jetzt mal so. Jetzt müssen wir vielleicht noch den weiter. Wir haben ja noch einen Ladebereich. Reinfahren. Ich hoffe nur, dass er da jetzt diesen dritten Ladebereich hinbekommt. Ja, das habe ich gerade eigentlich so ein bisschen gehofft dabei. Aber er möchte es einfach. Manchmal bringt es aber auch was, wenn man diese Paletten einmal ganz kurz andütscht. Dann sind die so ein bisschen aus dem Trigger raus. Nee, das geht leider auch nicht so wirklich. Ist nicht schlimm, wir machen es jetzt gerade noch ein bisschen anders. Jetzt habe ich ja Eier und Käse gefunden. Also hole ich mir noch ein bisschen Eier hier. Haferdrinks, Eier. Mache ich noch eine Palette hin. Und Käse. Machen wir nochmal ruhig alle Paletten hin. Ist ja nicht schlimm. Kann ja ruhig ein paar einsammeln. Jetzt versuchen wir mal mit diesem Ladebereich zu spielen. Jetzt packt er zum Beispiel schon die Eier hinten rein. Deshalb müsste ich, würde ich mal meinen, dass die Eier hinten drin sind. Die Eier verliert er recht langsam. Es gibt manche Produkte, die kann er schneller verladen. Ich weiß nicht, ob er jedes Ei einzeln nimmt. Wäre natürlich nicht schlecht. So, jetzt habe ich auf jeden Fall hinten erstmal visuell eine Palette. Das finde ich schon mal für mich ganz gut. Dann weiß ich halt, damit umzugehen. Ah, vorne hat er jetzt einen anderen Bereich mit drin. Muss ja eigentlich jetzt diese Paletten weiter einsammeln. Ja, genau. Er sammelt jetzt alle. Ihr seht, das geht eigentlich relativ schnell. Finde ich zu benutzen. Also das Verladen. So, die lädt er jetzt auch ein. Ne? Ich will auch noch nicht so ganz, dass ich den Käse da, ne? Dann versuche ich das noch mal vorne einzuladen. Ah ja, jetzt hat er das. Manchmal muss man echt nah ranfahren, dann passt es nicht ganz und so weiter und so fort. Jetzt muss ich noch in den mittleren Bereich was reinbekommen.
Kann auch sein, da ist ja jetzt. Mal gucken. Palette über dir. Butter, genau. So. Es kann auch sein, dass er vielleicht mit Butter beladen hat, was ein Problem hat. Ich fahre mal einmal im Kreis. Oder er hat halt die Probleme, dass er nicht zwei Sachen gleichzeitig laden kann. Da versucht man jetzt aber gleich mal dann zu packen. Weil es müsste ja der mittlere Bereich sein, ne? Okay, Butter will er nicht beladen, ist nicht schlimm. Machen wir es anders. Ist natürlich auch ein bisschen doof, dass ich auf dem Auflieger nicht sehe, was es jetzt genau ist. Dementsprechend machen wir das jetzt mal gerade anders. Wir gehen nochmal hier rein und schalten den Modus um, dass wir hier auf, was müssen wir starten, auf Flachbett umsetzen. Jetzt haben wir für den vorderen Bereich das ganze Ding wieder oben am Start. So. Also man muss, wie gesagt, ein bisschen testen mit dem Ding. Aber die Grundidee dahinter finde ich persönlich super. So. Runter das ganze Ding. Es kann sein, dass er einerseits was hat mit Butter, dass er die vielleicht irgendwie nicht verträgt. Kann ja auch sein. Aktuosintolerant oder sowas, ne? Obwohl ist das mal Butter? Ja, ist ja ein Milchprodukt, muss eigentlich sein, ne? Okay, er will das einfach nicht hier hinlegen. Dementsprechend passt das mit diesen drei Slots halt nicht. Außer wir nehmen jetzt mal vielleicht ein bisschen Haferdrinks. Aber wir wissen ja, dass Haferdrinks funktionieren. Dann würde ich sagen, es ist einfach ein bisschen buggy, dass er aktuell diese zwei Ladezonen machen kann. Weil in der Beschreibung stand drin, es sind drei. Es kann natürlich auch sein, dass das... Es werden ja jetzt drei angezeichnet. Könnte auch sein, dass in diesem Ladebereich vielleicht nicht das angenommen werden kann. Also ich glaube, das geht nicht, ne? Weil das ist dann, naja, nicht möglich dann dabei. Ist nicht wirklich schlimm. Jetzt fahren wir mal gerade weiter und schmeißen den ganzen Kladderadatsch schon mal schnell runter, indem wir einfach eine schnelle Kurve fahren. Upsala, oder wir fahren hier einfach über die Dinger rüber. So, fallen nämlich gerade weg. Passt da halt ganz gut. Was ich jetzt hauptsächlich machen möchte, ist, ich fahre mal gerade hier über den Acker rüber. Arbeitsmodus wechseln. Boden. Jetzt fahre ich hier vorne, habe ich ja nochmal Haferdrinks, ob ich die vielleicht reinbekomme. Eben habe ich es ja versucht, selber aufzuladen. Das ging eigentlich ganz gut. Ne. Ich weiß nicht, warum er diesen mittleren Bereich nicht möchte. Ich weiß, in meinem ersten Test habe ich den mittleren Bereich immer voll gemacht. Deshalb war dann nur der vordere und der mittlere Bereich mit drin. Es kann auch sein, dass das irgendwie Probleme hat. Das weiß ich jetzt nicht ganz genau. Wir machen gerade hier Entladen, okay. Beim Entladen, ich glaube, ich würde ich dann eher mit dem Flachbettmodus fahren, damit ihr nicht aus Versehen was vollladet. Ne? Das wäre natürlich dann nicht so gut. Jetzt machen wir es mal gerade so. Ich fahre neben der Milch, neben dem Haferdrink hier hin. Muss man einfach ein bisschen testen dabei. Mach den Arbeitsmodus wechseln. Ja, und dann habe ich den, glaube ich, gerade. Ich würde meinen in den mittleren Bereich reingenommen. Das müssen wir jetzt aber mal gucken. Ich lade mal hier noch ein bisschen Haferdrinks auf. Ja, man sieht dann natürlich nicht genau. Oder na, es wird der vordere Bereich sein, denke ich mal. Ne? Das wird er hier, denke ich. Da hat er gerade, genau, jetzt hat er mit dem Hinterreich. Butter hat er gerade eingesammelt teilweise. Also es ist nicht so, dass es gar nicht geht. Ne? Hier ist auch so ein Ball, dass es noch in einem Trigger mit drin ist. Das ist nicht schlimm. Muss man halt wissen. Also wie gesagt, es gibt so ein paar... Die Idee dahinter ist schon super, finde ich zumindest. Die Umsetzung ist halt ein bisschen problematisch, nennen wir es jetzt mal ganz vorsichtig. Das hat nicht so ganz passend dabei. Wie gesagt, nicht super schlimm, aber... Ist jetzt nichts dabei, was er noch aufsammeln kann? Ne, hat er nicht gemacht. Hier hinten werde ich jetzt nochmal, denke ich mal, die Butter mitnehmen können. Cool wäre auch, wenn man jetzt nochmal einen... Ne, man sieht halt nicht, in welchem Bereich man jetzt quasi arbeiten kann. Ein bisschen unschön. Das ist dann halt, weil es noch nicht so ganz ebenerdig ist. Ja, muss man halt mal gucken. Wir fahren damit mal einfach gerade zum Verkaufspunkt. Ist ja egal, wo wir dann. Also hier Haferdrinks kann ich nicht so verkaufen. Gerade hier kurz entladen, den ganzen Kladderadatsch. Und dann
mache ich mal gerade noch mal ein bisschen Milch voll. Da müssen wir ein bisschen tricky, ein bisschen tricksen. Na, das waren gute Produkte, die kann ich hier alle hier verkaufen. Was macht er sogar zwei Beladungen voll? Ah, jetzt bin ich mal gespannt. Das habe ich ja in beiden Ladezonen. Mal gucken, ob er jetzt in der hinteren Ladezone das auch macht. Macht er den Käse voll? Ja, dann lädt er. Ah, okay. Also, ich habe drei Ladezonen, kann aber zwei Produkte mitnehmen. Das ist gut. Jetzt lädt er nämlich die Eier auf. Das ist so richtig gut. Zwei Meter weiter. Jetzt hat er hier noch ein paar Eier, die er vielleicht gerade nicht so ganz reinbekommt. Ist nicht schlimm. Versucht es nochmal ranfahren. Da muss man ihn da ein bisschen dran erinnern. Ist ja jetzt ja gerade egal. Also da müssen wir ein bisschen mit den Dingern tricksen. Ne? Also das ist nicht immer ganz so leicht. Jetzt fahren wir damit einfach mal gerade irgendwo hin und versuchen das mal zu verkaufen. Mal schauen, was da passiert. Käse und Eier werden wir bestimmt da hinten irgendwo in der Stadt los. Ist ja auch mal die Frage, wird es automatisch verkauft vom Hänger oder nicht? Muss man es abladen? Kann man es auf Abladen klicken oder ähnliches dabei? Ich schaue mal gerade, ich muss mal gerade kurz hier gucken, dass ich jetzt die Eier irgendwo habe. Die Eier werden Großhandel. Großhandel ist doch hier direkt um Ecke, oder nicht? Ja, genau, ist hier direkt um Ecke. Eier und Käse habe ich noch. Dann noch Käse. Auch im Großhandel passt. Dann kann ich mich aber hier hinfahren. Dann muss ich nicht besonders weit fahren. Das ist auch sehr gut. So, und jetzt mal schauen, was passiert. Wir fahren da rein und Käse überladen. Käse wird übergeladen. Mega. Okay, kann sein, dass ich nochmal raus und wieder reinfahren muss. Was vielleicht so ganz gefressen hat gerade. Ja, man muss da gucken, ob man irgendwie das einzelne Produkt nachher auswählt oder ähnliches. Da bin ich jetzt ein bisschen überfragt, wie man das macht. Aber ich kann jetzt gerade nicht. Ich kann nicht abladen. Ne? Warte mal, Abgibseite vorne. Ah! Abgibseite Mitte, Abgibseite hinten. Das ist geil. Ihr könnt mit R1 und dann mit den hohen Runtertasten könnt ihr das durchgehen. Jetzt verkaufe ich halt den Käse. Jetzt mache ich gleich die Abgibseite hinten und mache die Eier. Das ist richtig cool. Arbeitsmodus, Abgibseite, aber ich sehe nicht die Beladeseite. Ja, also der kann was. Der kann richtig was. Der ist nicht schlecht, das ganze Ding. Ich wollte jetzt gerade schon aus dem Spiel gehen. Ja. Ihr müsst man auf jeden Fall mal drum experimentieren. Wer viel mit Paletten macht, auf jeden Fall mal angucken. Aber macht es ganz in Ruhe, nehmt euch Zeit und weiß ich nicht, da muss man wirklich ein bisschen mit arbeiten mit diesem Ding. Aber die Grundidee dahinter ist super. Ne? Also man hat hier wirklich die Möglichkeiten dazu. Wenn es auf Konsole ein bisschen eingeschränkt ist, hat den Hintergrund, wir dürfen kein Scripting verwenden. Scripting selber ermöglicht halt Jailbreaking und Co. als Beispiel und dementsprechend ist es von Microsoft und Sony verboten. Nintendo wird es denke ich auch nicht machen, da weiß ich aber nicht die Sachen davon, ob das geht mit dem Mod-Hub und so weiter. Keine Ahnung, wie das da geht. Ist ja egal. Auf jeden Fall, dementsprechend gibt es halt viele Mods für die Konsole nicht und das Ding kann richtig was. Also da ist viel Potenzial drin. Dadurch, dass es der Entwickler ja auch ein bisschen schon in der nächsten Version gebracht hat, habe ich immer so ein bisschen die Hoffnung, dass es da noch weitergeht. Das wäre richtig cool. So, dann schauen wir dann mal. Ja, also wieder was gelernt heute. Deswegen, ich will immer wieder ins Menü zurückgehen. Da muss ich mich echt zügeln. Also wenn ich jetzt nämlich hier einfach rausgehe, wenn ich jetzt Quadrat drücke, spürt es meine Playstation ab. Und die Aufnahme ist dann auch leider komplett weg. Ein bisschen ärgerlich. Wir gucken mal. Also, in diesem Sinne hoffe ich, dass euch das Ganze sehr gefallen hat. Vielen lieben Dank für den Trick mit dem, oder den Tipp mit dem schönen Auflieger hier vom Top Ace 888. Einfach mal machen. Ihr habt ja eben gesehen, wie ihr den Mod laden könnt. Tolle Sache. Ich sag vielen Dank. Und dann sehen wir uns das nächste Mal beim Landwirtschaftssimulator 2022 auf der schönen Karte St. Kalle. Ich kann es nicht oft genug sagen. Ciao, ciao.